Habibi, Stuttgart City Crew. Ganz Damaschut. Ich habe eine Breaking News mitgeteilt bekommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Und zwar gibt es... Bis du es nicht sagst, weiß ich ja nicht. Ja, und zwar gibt es anscheinend mutmaßlich, wir wissen es nicht. Ja, ich bin in die Marvin-Wette mit eingestiegen. Wer hat heute weiter offen, Costa, du oder ich? Schon. Ich glaube, wir sind beide gut. Marvin, wie sieht's aus? So, auf jeden Fall, es bahnt sich, lieber Costa, anscheinend der nächste Skandal an. Wir sind uns jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich will jetzt auch nicht übereilig Clickbait betreiben. Aber es gibt Vorwürfe gegen Luciano. Ach ja? Ja, von einer vermeintlichen Ex. Ich weiß es nicht genau. Und das würde ich mir gerne mit dir angucken. Und zwar habe ich von einem sehr aufmerksamen Bruder von uns ein Instagram-Profil zugesendet bekommen. Und da gibt es ein paar Insta-Stories, die müssen wir uns jetzt wohl oder übel angucken. Ich gehe da mal geschwind rein. Geschwind. So sieht's aus, mein Lieber. So. So, jetzt... Jetzt wird es interessant. Und zwar steht hier... Musst du es vorlesen? Ja, ich musste hier kurz wechseln. Also hier steht, ich hätte niemals gedacht, dass ich dies hier tun werde, doch meine Geduld ist am Ende. Schämt euch. Und du, Mr. Baby Daddy, Luciano, ganz besonders. Ich habe meiner Tochter zuliebe den Mund gehalten, bis heute. Deine Lügen stinken bis hierher und ich werde mir diesen Schuh nicht mehr anziehen. Und ihr Idioten, die alle nach seiner Nase tanzen, nach der Pfeife tanzen und alles mitspielen, nur damit ihr profitiert, schämt euch, ihr belügt jeden eurer Freunde. Okay, mit der Aussage kann ich also erstmal gar nichts anfangen, außer dass er wohl Vater ist von, oder? Von dem Kind. Von dem Kind. Höchstwahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich und dass er wohl irgendwie ein Verhältnis mit dir hat. Ja, oder hatte. Oder hatte. Highclass meint im Chat, das ist seine Ex-Affäre. Meinst du, dass gerade so ein bisschen so ein Schmetterlingseffekt passiert, weil gerade die Sache mit Mois und San Diego ist und jetzt auch andere Frauen sich denken, hey, die Leute sind gerade sensibel auf dieses Thema, ich gehe jetzt mit meiner Story oder auch dass raus. Es halt Mut gibt, dass man sagt, das meinte okay, ich ja. Ja. Also natürlich kann es auch Trittbrettfahrerinnen geben oder Trittbrettfahrerinnen, aber es kann natürlich auch passieren, dass Frauen Mut bekommen und sagen, okay, jetzt, wo die Leute sensibilisiert sind, gehe ich mit meiner Story raus. Okay, gucken wir weiter. Moment. Nächste Story. Ich würde am liebsten jedes Detail der Story zwischen Erzeuger und mir euch zeigen, aber da wir gerade gerichtlich nicht auf einen Nenner kommen und sich alles, in die Länge zieht, weil du dich deiner Verantwortung nicht stellst und meinst, mir und meiner, sowohl auch deiner Tochter das Leben erschwerst, mache ich den Mund auf. Vielleicht bringt es nicht viel und vielleicht interessiert es nicht wirklich jemanden, aber ich werde den Mund nicht mehr halten. Ganzen leeren Versprechen, deine Tochter anzuerkennen, geschweige dich zu sorgen, Pusteblume. Sorry, dass ich da lachen muss, aber wir haben heute die ganze Zeit so falsche Redensarten. Pusteblume. traurige Wahrheit, er kennt nicht mal ihren Namen. Das ist, wenn es so sein sollte, wirklich traurig, ja, das muss man schon sagen. Und deine ganzen Lügen. Am liebsten würde ich alles und jedem zeigen, was Sache war, wie lange es Sache war, wer alles Sache war, aber das spielt für mich keine große Rolle mehr. Sorry Leute, das ist nicht wegen ihr. Karma wird jeden einzelnen von euch amsen. Eher solltest du anfangen, Verantwortung zu tragen, zu übernehmen, oder? Deine Tochter darf nicht mal das Land verlassen, weil du zu blöd bist, deine Unterschriften zu leisten. Ach, hätte ich das Kind bekommen wegen deinem Fame?
Lass mich nicht komplett auspacken. Du und ich wissen beide genau, was Sache war und ist. Oh mein Gott, eines Tages wirst du Reue spüren, aber dann wird alles zu spät sein. Gott ist groß. Okay, ich muss weiterreden, weil das Schreiben macht mich gerade wahnsinnig. Ja, und besser. Was ich noch dazu sagen möchte, um welchen Schuh es auch geht, den ich mir nicht anziehen möchte, ist, dass auch gesagt wird, hey, er hat doch eine Frau, er hat ein Kind, wie geht das zeitgleich, bla 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 bla. Ich sag euch jetzt mal was, diese Frau wurde geleugnet, diese Frau wurde, die gab es nicht, die gab es offiziell nicht. Es gab weder ihre Schwangerschaft, weder seine Tochter, weder irgendwas, es gab nichts. So, ich wusste von nichts. Genauso haben auch seine Freunde, seine angeblichen Freunde, haben alles mitgespielt. So, wir waren unterwegs zusammen, wir haben uns regelmäßig gesehen. Es gibt Screenshots, wo wir Tage über Wochen 18, 19, 20 Stunden immer zusammen mit FaceTime eingeschlafen sind, aufgewacht sind. Ne? Wir haben einfach den Tag zusammen verbracht, wenn er dann nicht hier war. So, wir haben uns regelmäßig gesehen. Es hat einfach nicht gepasst. Für mich war so, okay, er ist Single, okay, es ist so, wie es ist einfach. Fakt ist einfach, als dann meine Schwangerschaft rauskam, beziehungsweise ich es erfahren habe, ich habe umgehend ihn darüber informiert. Natürlich war es ein Schock. Klar, er wollte es auch natürlich nicht, weil ne, da, bis dato kam ja dann auch raus, dass er bereits ein Kind gerade bekommen hat, dass er eine Frau zu Hause sitzen hat, bla 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 bla. So, das war dann da halt raus. Mal erst ein kurzer Schock. Anscheinend. Man hat sich ein, zweimal auch tatsächlich das erste Mal so gestritten. Aber am Ende des Tages kamen wir dann zur Vernunft, beziehungsweise er, und hat gesagt, hey, pass mal auf, egal wie es läuft, es wird laufen, wir machen das schon. Aber bitte erzähl es noch niemanden. So, halt dich geschlossen. Ich habe natürlich okay gesagt. Ich habe gesagt, hey, mach, wie du meinst. Am Ende des Tages ist jetzt eh alles passiert, wie es passiert ist. Hätte ich natürlich gewusst, dass du diese Frau jetzt anfängst zu lieben und mit ihr wirklich zusammen bist, wäre das natürlich alles nicht passiert. Aber am Ende des Tages ist es jetzt, wie es ist. Guck, dass du es ihr ganz schnell erzählst. Genau, ich war... Das klingt halt einfach so... Wie soll ich das sagen? Das klingt bis hierhin halt einfach so richtig nach Trash-TV. Ja, ist es auch. Sehr, also es klingt halt sehr naiv von ihr. Hätte ich gewusst, dass du die lieben willst, dann hätte ich mich, also man merkt doch, irgendwie scheint ihr bewusst gewesen zu sein, dass es einfach nichts Ernstes ist und dann haben die beiden sich halt einfach verantwortungslos mit der Verhütung verhalten, oder? Das finde ich halt schade, wenn Leute so... Kinder kriegen. Ich finde, man sollte da schon verantwortungsbewusster denken, weil für euch ist es so ein Spaß oder so, aber das Kind, was da danach auf die Welt kommt und dann einfach von vornherein vielleicht gar nicht die Chance haben kann, ein wie soll ich das sagen, ein intaktes Elternpaar zu haben, ist schon schade, unnötig auch. So, weiter geht's. Dafür, dass er ganz schnell, ganz ehrlich mit offenen Karten auf jeder Seite spielt, weil am Ende des Tages ist es jetzt so gelaufen, es ist passiert, so, wir können alle nicht mehr ändern, es bringt jetzt auch nichts mehr zu streiten, weil es ist jetzt auch kein Kindergarten oder keine Kindersache, wie sagt man das, die hier gerade passiert, ne? Also wirklich no hate, aber ich werde so ein bisschen dümmer, während ich zuhöre, muss ich zugeben. Es ist ja auch eine Kindersache. Ja. Tatsächlich. Er wollte es sogar ihr erst in einem Jahr sagen. Seine Worte waren, nein, ich werde sie erst stark machen, bla bla bla, und dann werde ich ihr sagen, wo ich mir dachte, das kannst du nicht bringen, weil... Also, auf Deutsch gesagt, er hat sie belogen. Er hat also Quatsch das erzählt, Ding ist einfach... Damit sie die Füße stillhält. Also, das Thema jetzt schon ist einfach... ist ein sehr privates Thema. Ja, so wie... dass sie zurzeit öfter vorkommt. Ja, dass sie nach außen trägt. Ja. Ich finde, man kann das bis jetzt gut zusammenfassen mit dem Kommentar von Brisk Fingers. Am Ende des Tages wird's dunkel. Ja, zum Beispiel. Ja, sehr gut. Weiter. Leute haben uns gesehen, wir haben uns nicht mal versteckt, Leute. Wir waren öffentlich unterwegs. Wir waren knutschend, Bowling spielen im Restaurant, wir waren hier, wir waren da, wir waren... Alter, ich stell mir vor, wie verrückt das war. Die waren knutschend, Bowling spielen im Restaurant. Ey, scheiße, Alter. Spaghetti Bolognese.
Ich weiß, so eine Bowlingkugel auf die Weinflaschen im Regal. Dickerchen, oh Mann. Na egal, versuchen wir trotzdem ernst zu nehmen, was sie erzählen will. Man hat uns gesehen und ich habe dann plötzlich einen dicken Bauch. Ja klar, okay. Natürlich hätte das früher oder später dann irgendjemand anderes gemacht. Wie dem auch sei, man hat sich schnell auf alles geeinigt. Man hat gesagt, hey, okay, wir kriegen das hin. Ich habe angeboten, guck mal. Ja, natürlich hatte das früher oder später dann irgendjemand anders erzählt. Das Lustige ist auch, als ich damals von ihr oder beziehungsweise von seinem jetzt von dem anderen Kind erfahren habe, hatten wir auch keinen Kontakt mehr. Oder wenn wir Kontakt hatten, war es eher dann wieder so freundschaftlich zurückgestuft. Wir waren, muss ich auch dazu sagen, immer sehr, sehr gut connected. Also wir waren, es war jetzt nicht einfach nur eine Bumserei, wenn wir jetzt mal, ich nehme jetzt auch kein Blatt vom Mund. Es war auch sehr, sehr viel Freundschaft mit drin. So, wir haben uns richtig gut verstanden. Also war es nur eine Bumserei, weil Für ihn wenn es nicht nur eine zumindest. Bumserei gewesen wäre, dann wären die ja zusammengekommen, dann wäre was Romantisches entstanden. Gut. Was? Er scheint wohl, er hat ja wohl ein doppeltes Spiel gespielt. Genau, er hat sich. Keine Ahnung, was ich gar nicht bewerten möchte. So, das ist ja sein Ding. Ja, stimmt. Beziehungsweise sein Ding auch mit ihr, wie ehrlich. Klar, glaube ich, wäre es auf jeden Fall besser, wenn er ehrlich zu ihr wäre. Wäre grundsätzlich besser, ja. Ja, okay, weiter. Ja. Als es dann rauskam, wir haben uns jetzt nicht gestritten. Ich war jetzt keine, die gesagt hat, oh mein Gott, und bla bla bla. Sondern im Gegenteil, ich habe mich für ihn gefreut. Er hat mir die Tochter sogar gezeigt. Sie hat Ne, sich auf so. jeden Fall Und extrem, da habe ich. sie hat sich auf jeden Fall extrem gefreut für ihn. Ich kann mir vorstellen, dass das so mit einer der glücklichsten Momente in Ich ihrem Leben seit langem war. finde auch, sie wirkt überhaupt nicht toxisch, finde ich. Nee, aber dafür finde ich, sie wirkt ziemlich intelligent. Aber ich will gerade gar nicht ihn irgendwie in Schutz nehmen. Nee, ich auch nicht. So meine ich das gar Es nicht. ist halt ein bisschen schwer, sich zu kontrollieren, Ja. weil da sind so ein paar lustige Takes dabei. Aber wir geben dem Ganzen trotzdem weiter eine Und faire Chance. noch was anderes. Ja? Ich frage mich, Ja? sie nennt sich Mrs. Nameless. Mhm. Ich glaube, sie zeigt sich aber, oder? In ihrem Profil. Sieht so aus, ja. Was genau ist die Absicht? Also sie sagt, sie will jetzt einfach nicht mehr mit diesen Lügen klarkommen, aber sie ist ja selber jetzt keine öffentliche Person, die man irgendwie kennt. Also ihr Profil schon, aber was ist ihre Intention dahinter? Also was will sie damit erreichen? Dass er sich darum jetzt mehr um das Kind kümmert? Durch diese Aktion auf jeden Fall nicht. Gut, es kann Verzweiflung sein, vielleicht, dass sie öffentlichen Druck aufbauen will, dass er die Vaterschaft anerkennt oder Alimente zahlt oder keine Ahnung, was das Problem ist. Irgendeinen Beweggrund wird sie ja haben. Oder sie will einfach auch eine öffentliche Person werden und als Influencerin den Unterhalt für sich und ihr Kind verdienen. Kann auch sein. Wirkt ja auch so ein bisschen wie der Plan von Anis. Das meine ich ja. Ja, das kann gut sein. Ja, so kann man es auch formulieren, Brisk. Oder nicht das schärfste Messer im Im Messerset. Messerset auch nicht schlecht. An einem Tag gesagt, ich so, hey, wo ist die Mama so? Wie macht ihr das? Bla bla bla. Ja, wir teilen uns das. Ich fahre sie gleich wieder zurück zu ihr nach Hause. Und man hat einfach alles abgekauft. Natürlich mit der Zeit, ins Detail will ich nicht gehen, kam alles raus, ne? Das ist eine andere Story. Whatever, auf jeden Fall, oh mein Gott, es sind so viele Details, während ich gerade rede. Und Leute, ich habe mich nicht hingesetzt und vorher überlegt, was ich sage. Ich rede gerade wirklich Merkt man gar nicht. drauf los und auch wirklich nur die Wahrheit. Bitte verzeiht mir, wenn es sich ein bisschen durcheinander anhört oder sonst was, aber ja, keine Ahnung, ich habe alles abgekauft. So, und warum ich jetzt einfach ausflippe, ist, mein Kind, meine Tochter ist mittlerweile fast, die ist jetzt knapp 2 Monate alt, okay? Wir haben uns geeinigt, wir haben gesagt, ey, egal was ist, wir kriegen es hin. Ich habe sogar noch vorgeschlagen, damit du deine Ruhe hast, komm, wir gehen zum Notar. Wir machen einen anständigen Vertrag auf die nächsten 30, 40, 50 unendlichen Jahre, damit wir uns niemals streiten, egal um was es geht, jeder seine Rechte hat und Pflichten und jeder seiner Verantwortung bewusst ist, Punkt aus Ende. So, das war der Stand der Dinge, worauf wir uns geeinigt haben. Ja, das war dann so die
Bis dato Einigung. Jeder holt sich einen juristischen Beistand, also einen Anwalt. Man setzt die Wünsche und was weiß ich was auf und geht dann beim Notar unterschreiben. Punkt aus Ende. Wäre ganz einfach gewesen, Leute. Es wäre so einfach gewesen. Ohne Kopfschmerzen, ohne Probleme, ohne das und dies und jenes. So. Man hat sich dann sogar noch getroffen, an einen Tisch gesetzt mit seinem Management. Das ach so tolle Management. Ja, ich betone so toll. Wo er sogar noch gesagt hat, hey, ich bin jetzt offiziell mit ihr zusammen, also mit seiner jetzigen Frau. Ich möchte mich rausziehen. Ich möchte nicht hinter ihrem Rücken mit dir im Kontakt sein. Was ich auch absolut verstehen konnte. Ich habe gesagt, ey, mach, wie du meinst. Ich stehe dahinter. Ich möchte einfach nur keinen Streit. Ich möchte, dass wir uns vernünftig einigen. Und ja, alles einfach seinen geraden Weg nimmt. Keine Ahnung, Leute, ich bin so... Bitte verzeiht mir meine Sprachfehler. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall wurde dann hin und her diskutiert von den Anwälten, wo auch nichts Logisches, Sinnvolles bei rauskam. Irgendwann habe ich sogar noch gesagt, weil, Leute, ich war... Das müssen ziemlich gute Anwälte gewesen sein. Schwanger, deine Hormone, du bist sensibel, du bist schneller traurig, du bist wütend, also so, ne... Ich musste sowieso schon alles alleine wuppen, weil man hat mich auch nicht unterstützt, weder beim, einfach bei gar nichts, null. Es kam nicht mal die Frage, hey, geht's dir gut? Hey, geht's dem Kind gut? Scheiß auf mich, geht's dem Kind gut? Ist alles okay? Ist das Kind gesund? Nichts, Leute, gar nichts. Wie dem auch sei, irgendwann habe ich dann gesagt, hey, Leute, wisst ihr was, mir ist das alles zu doof. Ja. Ich zieh mich... Wie dem auch sei, Maxi, und Ende des Tages, Maxi, auch. Ja. Ich mache einen Schritt zurück, scheiß auf alles. Aber Hauptsache, du kümmerst dich, Hauptsache, ich krieg deine Unterschriften, damit ich alle Formalitäten klären kann, bla 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 bla. So, daraufhin kam nichts. Das Ende vom Lied ist einfach, Tag X der Geburt meiner Tochter. Weder kam ein Anruf, weder kam... Genau, es kam einfach gar nichts. Kein Anruf, keine Nachricht, nichts, 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 rein gar nichts. Natürlich, mein Anwalt hat sogar den Tag X der Geburt... mitgeteilt, weil ich leider einen geplanten Kaiserschnitt hatte, was er auch wusste. Da hätte man ja auch mal fragen können, hey, geht es dem Kind gut? Egal, lassen wir das alles. Ja, es kam nichts. Ich habe sogar noch angeboten, ey, wenn du meinst oder Angst hast, dass du vielleicht denken könntest, es wäre nicht von dir oder so, komm, wir machen einen Test. Mach alles, was du willst. Hauptsache, es läuft Streit, ohne Streit. Ja, Tag X, es kam nichts und dann nahm alles seinen Lauf ins Negative. Bis heute, Leute, weder die Vaterschaftsanerkennung, weder Unterhalt, weder mal eine Frage, wie es dem Kind geht, geschweige den Namen. Leute, er kennt nicht mal den Namen seiner Tochter. Er weiß nicht mal, wann sie geboren ist, außer dass es auf dem Schreiben steht, was er vom Anwalt bekommen hat. Er weiß gar nichts über sie. Okay, dass man das Kind nicht wollte... Oder nichts von dem Kind wissen will. Okay, lass mal das auch mal so dastehen. Aber wie kann man mit so einem Gewissen leben? Beziehungsweise wie? Ich verstehe das alles nicht. Aber lassen wir. Ich habe es ja so akzeptiert. Halt. Mir war auch bewusst, was die Folgen der... Was? Er kann es halt wohl. Ja. Also, wenn das... dem, was sie sagt. Wenn das stimmt, genau. Wenn das stimmt, also bis jetzt ist es jetzt erstmal nur ihre Aussage. Wenn das stimmt, ist es auf jeden Fall ekelhaft. Ich bin froh, dass es jetzt hierbei mal nicht um häusliche Gewalt geht. Das, gut finde ich das natürlich trotzdem nicht. Wenn du gar keine Verantwortung übernimmst noch nicht mal beim Termin der Geburt irgendwie Interesse bekundest oder eigentlich, was ja selbstverständlich wäre, auftauchst, um die bei der Geburt dabei zu sein. Aber erstmal ist es natürlich nur eine Aussage von ihr. Sind, wenn ich dieses Kind austragen werde, das ist übrigens auch ein Satz, den ich mir anhören konnte. Du bist selber schuld, wenn du das Kind austrägst. Ja, keine Ahnung. Und ich bin es einfach leid. Ich muss mir einen Schuh anziehen. Es wird gesagt, ich wäre nur ein One-Night-Stand gewesen. Weiß ich nicht, was da für Lügen erzählt werden, wie dieses Kind entstanden ist. Es ist auf jeden Fall... Aber sie hat doch selber gesagt, dass die also eigentlich nur Sex hatten und ansonsten halt einfach Kumpels waren. Ja. Also das ist doch Freundschaft plus oder wie auch immer man es bezeichnet. Das ist... Ja. Gelogen. Am liebsten würde ich das alles auch noch rausposten und diese ganzen Anwaltsschreiben und Chatverläufe und was weiß ich was. Aber nein, mir geht es einfach nur darum, dieses Kind ist einfach 2 Monate mittlerweile alt. Und ich habe deine scheiß Unterschriften nicht. Es reicht mir.
Ich verstehe einfach nicht, warum man diesem Kind das Leben so erschweren muss. Warum macht man das? Warum? Warum, wenn es doch so einfach sein kann? Keiner erwartet, dass man, ich weiß, ich erwarte einfach gar nichts, bis auf das ein, zwei Pflichten erledigt werden. Oder, ne, also ich verstehe es einfach nicht. Und ich werde es auch nicht verstehen und ich will es auch nicht verstehen. So, klar, der ein oder andere könnte jetzt auch sagen, ja, warum hast du das Kind denn bekommen? Kann ich euch auch sagen. Muss ich nicht, werde ich aber. Sein Fahrer, okay, in der Zeit, wo dieses Kind vermutlich gezeugt wurde, hat so, ich hatte mit Krankheit zu kämpfen, so. Ich hatte eigentlich auch eine OP, die war geplant, der Termin stand. Das Wochenende davor habe ich noch mit ihm die Zeit verbracht. Und wir haben das öfter gemacht, dass wir uns dann einfach nicht trennen wollten und ein, zwei Tage verlängert haben. So auch an dem Wochenende. So ist sein Fahrer für mich in die Klinik gefahren, hat sogar noch meine Einweisung, Überweisung, bla 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 für die OP hingebracht. Hingebracht, genau. Er hat für mich diese Sachen erledigt gehabt, weil wir gesagt haben, hey. Also ich finde, ein großes Problem an ihrer Erzählstruktur ist, dass sie einfach nicht so ein gutes Gespür dafür hat, welche Side-Infos relevant sind für die Hauptstory. Das ist mir gar nicht auf. Das kenne ich so ein bisschen aus einer vergangenen Beziehung. Da war das auch so ein Ding, dass ich manchmal einfach irgendwann komplett den Faden verloren habe, weil meine ehemalige Partnerin einfach nicht in der Lage war, auszublenden, welche Informationen sind gerade relevant. Muss ich jedes Detail hinzufügen, was ich an dem Tag davor gemacht habe oder wer da was dabei ich war? Hab. Ja, das ist, sie sagt auch, ich will ja nicht zu tief ins Detail gehen, sagt sie. Ja. Aber sie geht komplett tief ins Detail. Tiefer geht gar nicht. Ja, okay, da müssen wir jetzt durch. Wir wollen ja wissen, was da noch kommt. Okay, komm, kein Bock zurück nach Berlin zu fahren. Okay, komm, kein Bock nach Hause. Lass uns doch ein, zwei Tage verlängern. Haben wir dann auch gemacht. So habe ich meinen OP auf 2 Wochen hinausgeschoben, weil ich habe gesagt, hey, ich bin krank, ich kann nicht. Konnte das dann so verschieben auf 2 Wochen. Ja, und in der Zeit ist dann anscheinend das Kind entstanden. So. Damit man mir jetzt auch nicht sagt, ey, warum hast du es überhaupt ausgetragen? Warum warst du so verantwortungslos und bla 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 bla. Also da selbst da gibt es Erklärungen zu. So, und ich bin es einfach leid, mir gewisse Dinge anzuhören oder mich in eine Schublade stecken zu lassen, in die ich nicht reingehöre. Es nervt mich einfach nur noch. Was mich aber am allermeisten einfach nervt, ist, dass Menschen nicht ihrer Verantwortung bewusst sind. Und von den ganzen anderen, die das alles mitgespielt haben, oh mein Gott. Da möchte ich gar nicht erst anfangen. Wie sich ja dann hinterher auch rausgestellt hat, haben ja natürlich alle mitgelogen, mitgespielt. So, wie konnte man? Wenn du doch ein richtiger Freund oder Freundin bist, dann sagst du doch, ey, Luciano, hör auf, du hast eine Frau zu Hause, mach nicht, tu nicht, dies nicht, Ananas. So, wisst ihr, was ich meine? So, mach warum? Nicht, du's nicht, dies warum nicht, hat Ananas. Man das mitgespielt? Ja. Wo waren seine so tollen Freunde, die jetzt einen auf weiß ich nicht was machen? So, warum hat keiner einfach mal den Mund aufgemacht? Warum? Weil ihr nur profitieren wollt, weil ihr Angst habt, dass euch dann dieses Schein-High-Life-Gedöns weggenommen wird, weil ihr selber einfach nichts auf die Reihe bekommt. Stell dir vor, man würde jetzt einfach so leise im Hintergrund das Geräusch von so einer hochfahrenden PlayStation hören. Wie ist das Geräusch? So ein Piepsen. Ach so, dieses Röhrenfernsehen piepsen, meinst du? Ja, nee, eher wie eine Mikrowelle. Okay. Ja, egal, war ein Flachwitz. Deswegen, ihr hättet alle die Fresse aufmachen können, hat keiner von euch. Ihr belügt und bescheißt jeden eurer Freunde und seid einfach nur scheiße. Deswegen habe ich mich auch von allen abgewandt, weil ich will kotzen. Ich könnte so viel sagen, Leute, so bitte viel. Bitte nicht, bitte, sag einfach nur das, worum es geht. Leute, bitte. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe... Die macht angefangen das bisschen zu wie reden, so eine Sprachnachricht an ihre beste Freundin, gell? Ohne irgendwie mich jetzt hinzusetzen, meine Wortwahl zu bedenken und was ja, weiß ich nee. Was. Also bitte wirklich, wie schon gesagt, entschuldigt meine Sprachfehler, entschuldigt mein Durcheinanderreden. Ich bin keine Influencerin, ich bin kein Instagram-Mensch, bis auf dieses kleine Hobby, so mit bisschen Fotos, bisschen Stories. Keiner ist perfekt, ich bin nicht perfekt, also hört auf bitte zu urteilen. Ich habe einfach geredet und... wie ich auch im Wohnzimmer meinen Freundinnen was erzählen würde, habe ich es euch erzählt und ja, that's it. Ich könnte noch so viel auspacken und einfach
Aber wisst ihr, das alles spielt einfach keine Rolle mehr. Aber ja, klar, Mhm. das eine erfragt dann Keine das Rolle andere, mehr. deswegen habe ich ein bisschen dazu erzählt. Aber am Ende des Tages will ich einfach nur Ja. das, was meinem Kind zusteht. Unterhalt. Ja, das verstehe ich auch. Das, was Das meinem Kind zusteht. unterschreibe ich Ich habe auch. Urlaube geplant. Es waren so. Was meinst du? Ja, das verstehe ich auch. Das Das steht dem steht dem Kind zu, Kind ja. zu, Auf ja. jeden Fall. Wenn das alles so der Wahrheit entspricht, was sie sagt, dann sollte Luciano sich da auf Ja. jeden Fall gerade machen. Schöne Sachen geplant, wo ich mir dachte, ey, oh mein Gott, ich werde mit ihr das machen, dies machen. Leute, ich kann nicht mal das Land aktuell verlassen. Ich kann das Land nicht verlassen. Ich kann nicht mal, ich wohne hier an der Grenze von Holland und Belgien, ich kann nicht mal nach Holland rüberfahren, zum Meer oder irgendwas, dass man wenigstens mal so, geht nicht, funktioniert nicht, es läuft gerade einfach nicht. Mein Anwalt hat sogar aus Toleranz oder beziehungsweise aus, wie, keine Ahnung, wie man das nennt, zwei, dreimal hinterhergeschrieben, weil wir dachten, ey, komm, bevor gerichtlicher Antrag gestellt wird, bla bla bla, vielleicht kommt er noch zur Vernunft. Ein Scheiß, es kommt einfach gar nichts. Und ich habe jetzt vor einigen Wochen die Vollmacht dafür unterschrieben und das war für mich so schlimm, das zu unterschreiben, dass jetzt einfach es weitergeht zum Gericht. Leute, wisst ihr, wie eklig dieses Gefühl war? Es war so eklig. Ich werde das nie, nie, niemals verstehen. Wie gesagt, ich will es auch nicht verstehen. Ich denke mir halt nur, wie kann man jeden Tag. Das Schlimme ist auch noch, er hat ein Kind zu Hause. Er sieht, da ist ein kleines Wesen, wisst ihr, was ich meine? Also, wie kannst du damit leben? Wie funktioniert das? Dass du das Kind nicht wolltest, okay, dass du das, aber kümmer dich doch, frag doch einmal im Monat wenigstens, ob es ihr gut geht. Oder stell dir mal vor, ich wäre eine Frau, die keinen Background hätte. Hast du einmal gefragt, ob ich genug Essen im Kühlschrank habe, ob sie Kleidung hat, ob sie was braucht oder wisst ihr, was ich meine? Also, es gibt auch Frauen, die sind dumm und bekommen ein Kind, ohne dass sie überhaupt irgendwie das stemmen können. Ich bin dankbar, dass ich das stemmen kann so. Und ich denke mir halt so, wie geht das alles? Leute, wie? Einfach wie? Wie? Costa, wie? Ja. Das wie und warum und keine Ahnung was, das wird keiner von uns erfahren. Aber ich denke mir halt so, okay, krass, so krass, dass ich überhaupt bis heute den Mund gehalten habe. Selbst jetzt würde ich gar keinen Streit wollen. Ich wäre so dankbar, wenn es einfach normal laufen würde und könnte. Weil wirklich Menschen, die mich kennen, die wissen, ich bin immer fürs Gute. Ich bin immer, immer, immer erst für den normalen, schönen, netten Weg. Okay, aber wenn alle Stricke reißen, dann platzt du. Jeder Mensch platzt, das ist doch klar. Safe, ja. Und ich bin so dankbar, dass ich auch eine einfache Schwangerschaft hatte, dass ich immer Ich gut dachte, sie hat gelaunt einen war, Kaiserschnitt. rausgegangen bin und generell mein Kind entspannt ist und alles so gut und schön läuft. Also Gott sei Dank, jetzt stellt euch mal vor, wirklich, es wäre alles anders. So, wie machen das diese Frauen, die dann gar nicht können? So, wisst ihr, was ich meine? Und das so, ja, sprachlos. Wie kannst du so tun, als würde sie nicht existieren? Das wird dich alles irgendwann einholen und das sage ich dir einfach als Mensch. Nichts auf der Welt ist es wert, was du abziehst. Eine Sache zwischen dir, ihr und Gott. Vaterschaftstest, sie ist deine Kopie. Hä? Aber also, das klingt ja so, als ob er einen Vaterschaftstest verlangt hat und sie meint Vaterschaftstest, Fragezeichen, aber sie hat sie nicht vorher gemeint, dass sie kein Problem mit so einem Test gehabt hätte? Sie ist deine Kopie. Wieso tust du das alles? Wieso kann ich nicht mal ihren Ausweis beantragen? Für was ist dein Verhalten gut? Wieso muss ich heute zum Anwalt wieder und irgendeine Vollmacht fürs Gericht unterschreiben? Ich möchte das alles nicht. Wieso müssen wir diesen Weg gehen? Ich verstehe es nicht. Wer hat am Ende was davon, außer dass Anwälte kassieren und Menschen leiden? Sei doch nicht so dumm, Luz. Ja, klingt so, als ob er die Vaterschaft abstreitet, ne? Das ist natürlich, also. Wenn es stimmt, dann ist es natürlich sein Recht. Wenn es nicht stimmt, dann ist es halt schon maximal ekelhaft, muss man schon sagen. Und das war so meine letzte Nachricht, wo ich mir dachte, ey, komm, vielleicht bringt das was, weil der Tag, wo ich diese Vollmacht unterschrieben habe, war einfach, es ist okay, ich bin fein damit so. Ich bin auch wirklich glücklich, Leute. Ich bin wirklich glücklich. Ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich Klingt so jetzt stark nicht bin und auch 100% happy so, bin und aber. meiner Tochter eine gute Mutter sein kann und wir ein schönes Leben haben.
Aber dennoch war es einfach eklig, weil dieser Tag wird kommen, sie wird diese Fragen stellen. Und es ist eine Sache zwischen ihm, ihr und Gott. So, er muss es gerade biegen irgendwann. Es wird auch ihn einholen. Ich weiß es. Er ist eigentlich, was ich ja bis irgendwann mal jetzt kurz vor, weiß ich nicht wann, dachte, ist er eigentlich ein sehr, sehr reinherziger Mensch. Und es wird ihn einholen. Es wird ihn sowas von einholen. Und oh mein Gott, so, ich dachte, vielleicht wird diese Nachricht und das Video, wo er ihr Gesicht erst nach anderthalb Monaten gesehen hat, das würde was bewirken. Aber Pustekuchen, gar nichts ist gekommen. Nichts, einfach gar nichts. Oh mein Gott. Ich Pustekuchen. sag's euch, Karma ist so groß. Ich glaube so sehr daran. Ich habe Scheiße. selber früher, ich bin kein Engel, keiner von uns ist ein Engel. Ich habe so viel Scheiße gemacht und habe immer die Quittung dafür bekommen. Und das, mein Freund, wird dich sowas von einholen. Es wird dich so krass einholen. Wow. Ich werde das Beste draus machen. Für mich Das wünschen wir dir ist alle. das kein Problem. So, ich werde das schon gut handeln. Ich werde das schon alles gut machen. Und ich werde ihr auch keine Sorge immer erzählen. Du bist der King, du bist der Beste, du bist. Wobei, ich habe es ins Internet gezogen. Das Internet vergisst nie. Vielleicht werde ich es morgen bereuen, dass ich es ausgeplaudert habe. Aber Leute, ich kann einfach nicht mehr. Es fuckt mich einfach nur noch ab. Das, ich Ich muss so. find übrigens, dass es nicht stimmt. Das Internet vergisst schon. Es kommt drauf an, wie du damit umgehst, aber das Internet Ja, vergisst das auf jeden Internet Fall. vergisst und du gestaltest auf jeden Fall. Ja. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, aber lass erst mal zu Ende hören. Ah, okay. Was soll ich sagen? Ich könnte noch so viel sagen. Ja. Ja, wir haben es gehört. So viel einfach könnte ich noch sagen und so Und viel jetzt die aufdecken. Ungefähr. Und jetzt sag ich Aber es was auch. bringt mir das alles? Es bringt nichts. Es bringt einfach gar nichts. So. Ja, keine Ahnung. Von dem Trauma, was ich überhaupt erlebt habe, was ich aber gerade noch nicht so an mich ranlasse, dass ich so krass belogen wurde auch. Es ist ja nicht so, dass ich einfach so, oh ja, wir haben ein bisschen Spaß und bla bla, so bla. Hinterher habe ich ja komplett das ein und andere Puzzleteil zusammengefügt und mal realisiert, wie krass ich eigentlich belogen wurde oder wie krass das alles eigentlich war. So, wenn man ins Detail geht und ich euch alles erzählen würde, das ist so ein Trauma, es ist so ein Trauma, es ist wirklich ein Trauma. Und ich bin, wie gesagt, dankbar dafür, dass ich so stark bin und das gut handeln kann. Ey, es gibt Frauen, die werfen sich für sowas von der Brücke. Es ist zu krass. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe, glaube ich, genug gesagt. Alles, was ich sage, kann ich auch schwarz auf weiß beweisen, sogar mehr als das. Und ich habe lange überlegt, ob ich das mache. Und vielleicht bereue ich es morgen, aber es ist mir scheißegal. Jetzt gerade ist es mir scheißegal. Ich habe lange genug den Mund gehalten. Ich war lange genug viel zu nett, viel zu tolerant, viel zu viel einfach. So, bis hierhin und nicht weiter. So, was. Hey, unsere Kamera ist Keine Ahnung. ausgefallen. Was soll ich sagen? Ah, weil der Stecker raus Vielleicht habe ist. ich auch mir ins Knie geschossen, beziehungsweise vielleicht wird das alles jetzt noch schlimmer. Aber Gott ist groß und ich glaube so, 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 so sehr daran, dass es dieses Karma gibt. Es gibt es einfach. Und ja. Ich finde, das ist eine Privatangelegenheit, die nun mal aber in die Öffentlichkeit jetzt getragen wurde, weil ich auch gerade Kommentare sehe, die das auch richtigerweise auch sagen. Was? Ich weiß nicht, habe ich irgendwas vorhin gerade gesehen? Aber ich will mich gerade gar nicht beeinflussen lassen, ich will meine Meinung sagen. Ja, sag mal. Ich finde, das Ding ist, also es wird in die Öffentlichkeit getragen, deswegen wird es unvermeidlich auch ein Thema. Ja. Ich finde es auch, es ist wichtig auch zu überlegen, wie geht man eigentlich mit sowas um, mit so einer Information, weil mir kommt es halt so vor, das ist mein jetziger Eindruck, Ja. ohne sie jetzt irgendwie zu framen oder irgendwas, dass
dass das so, also hat für mich so Trittbrettfahrer-Vibes ein bisschen, Bisschen, ja. weil das Wobei ist ich nicht bis. ihre Sache kleinreden will damit. Nee, das meine ich gar nicht, sondern eher, dass sie halt gesehen hat, also auch in der Art und Weise, wie sie redet, merke ich, dass sie absichtlich damit spielt, um Clout zu Ich bekommen. habe noch mehr Infos, Ich habe, folgt mir. also sie hat es so oft gesagt, dass sie noch mehr Informationen hat. Und man hat, du hast ja auch in ihrem Profil gesehen, dass sie sich ja auch wirklich zeigt. Das heißt, sie will hier irgendwie einen Profit Ja. rausschlagen. So, Was? so empfinde ich das gerade, weil ob er sie belügt oder seine Frau, also das ist mir auch egal in dem Sinne, solange jetzt nicht irgendwie irgendwas Illegales oder so passiert ist oder Ja. jemand verletzt wurde, physisch, mental oder irgendwas. Das ist tatsächlich, finde ich, eine absolute Privatangelegenheit. Und da kann man, ja, da kann man Luciano moralisch auf jeden Fall Vorwürfe machen. Die sind auch richtig, aber ich möchte die nicht machen. Weil das ist, finde ich, zu privat. Aber die Frage ist ja, was passiert jetzt durch so ein Rede Video? mal ganz kurz weiter, weil ich muss wirklich dringend kurz aufs Klo. Ja. Die Frage ist, was passiert jetzt mit so einer Information? Erstens, was bedeutet das für Luciano, der irgendwie, ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung, anscheinend hat der wohl eine Frau und auch ein Kind. Das hat also auch eine große Auswirkung auf sein Leben. Und klar, wahrscheinlich möchte er auch eigentlich gar nicht, dass diese Information rauskommt, wenn sie dann eben auch stimmt. Auf der anderen Seite frage ich mich nach der Intention von ihr. Und ja, ich finde diesen Trend so ein. Also vom Trend kann man noch gar nicht sprechen. Also die Geschichte bei Mois und Anis ist, finde ich, eine ganz andere Sache, weil hier geht es also mittlerweile ja auch irgendwie um Vergewaltigung, um Gewalt, um Beleidigung natürlich. Also das ist ja wirklich ein großes Thema. Aber hier finde ich, man nutzt gerade diesen Enthüllungs-Exposing-Trend so ein bisschen aus, um Informationen nach außen zu tragen, die ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht wissen möchte. So, also beziehungsweise die interessieren mich auch nicht. Aber ich finde es halt nicht nur interessant, sondern auch gefährlich zu sehen, dass jetzt halt irgendwie jeder anfängt, privat, also es ist schon ja eine Art, ich will jetzt nicht Erpressung sagen, aber es hat schon so erpressermäßige Züge. Jetzt jede Person, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht, damit zu drohen, Insider-Informationen rauszubringen. Das ein eigenes Kind verleugnen, was er jetzt so, weiß ich nicht, inwiefern er das macht, aber es ist trotzdem immer noch eine Privatsache und gehört meiner Meinung nach nicht in die Öffentlichkeit. Aber das passiert halt jetzt. Man muss halt auch überlegen, jetzt wird irgendwie jede Person, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht, halt, keine Ahnung, Alter, Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen müssen mit. NDAs. Ja, mit den Frauen oder Typen, was auch immer, mit denen die sich treffen, das nimmt so, finde ich, ein bisschen zu krasse Maße an. Also bei ihr auch. Das ist ein guter Punkt, den kann man auch nicht ganz von der Hand weisen. Ich wäre natürlich trotzdem jederzeit dafür und würde es auch supporten, wenn Frauen, denen wirklich Unrecht geschieht und die auch keinen anderen Ausweg sehen, diese Möglichkeit natürlich offen steht. Und dann deswegen würde ich es auch immer thematisieren, weil ich einfach gegen Ungerechtigkeit bin. Ich sehe trotzdem auch die Gefahr, wie du sagst. Und es ist halt auch fraglich, ob immer Social Media der richtige Weg ist oder ob nicht manchmal wirklich einfach erstmal diese Anzeige, die sie ja sowieso
Oder dass sie, also wenn sie vor Gericht geht, dann hat sie ihn ja angezeigt, oder? Oder angeklagt, oder? Ja, aber wegen was? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wegen Wegen unterlassener Unterhaltszahlungen. wahrscheinlich, Dann ja. wird sie einen Vaterschaftstest erzwingen. Und ganz kurz, dann warte doch wenigstens, bis das Ergebnis da ist. Und wenn er dann nicht darauf eingeht und sich da so davon mogelt, so Scavenger-Style, dann kannst du ja an die Öffentlichkeit gehen. Wenn du quasi keinen anderen Ausweg mehr siehst. Oder so wie bei Anis, finde ich trotz allem, egal ob sich alle auch gerade hardcore das Maul über sie zerreißen, auch wenn ich selber auch diese Passage bei dem San Diego District unnötig fand, aber trotzdem ist sie halt Opfer von häuslicher Gewalt geworden und der Typ ist halt abgehauen und geflüchtet und hat gedroht und ist hier und da gewesen und sie hat sogar die Polizei eingeschaltet gehabt, dass sie dann Natürlich. aber trotzdem an die Öffentlichkeit Ich gegangen finde, ist, fand ja, ich bei ihr dann eher nachvollziehbar. In dem Fall ich jetzt finde, hier schwierig. ich find Pöbel Aura hat was Gutes gesagt. Es ist halt auch nicht klar geworden, wozu das jetzt in die Öffentlichkeit musste. Und das finde ich ist Guter der Punkt. große Unterschied zu Mäus. Ich finde die Sachen, also die essentiellen Sachen, wie diese häusliche Gewalt, Vergewaltigung. Ich finde, das ist Teil einer, also das Eine Agenda. Teil einer Agenda. Nein, ich finde, als Medienschaffender finde ich nicht, dass das irgendwie jetzt verwerflich ist, dass sie damit raus ist, weil das auch irgendwie für sie auch eine Rettung irgendwie war, also ein Druckmittel, um da auch rauszukommen und was auch Du immer. meinst jetzt Anis. Anis, Ja. ja. Yeah. Und bei ihr denke ich mir, okay, also ist jetzt. Schwierig, ja. Ralf schreibt, diese Form der Ungerechtigkeit muss vor Gericht geklärt werden. Hier wird versucht, auf Kosten des Kindes, ja, sich zu profilieren. Das unterste Schublade. Ja, also der Verdacht kommt zumindest auf. Ich will aber jetzt Klar, trotzdem hier in keine Richtung voreilig urteilen. das können wir jetzt nicht anhand von 50 Stories. Also Fakt Also ist, nur von ihr ist halt ihre Perspektive. diese Stories waren wirklich sehr schlecht gemacht, sehr unvorteilhaft. Sie hat es nicht ernst genommen, sie hat es wie so eine Sprachmemo an irgendeine beste Freundin geschickt, wo man einfach mal und irgendwas noch mit einbaut, aber das macht es für den Zuhörer fast unmöglich, wirklich ihr so durchgehend zu folgen, um nachzuvollziehen, halt einfach so was Simples wie, was will sie jetzt eigentlich? Weil, also wenn du doch sowieso schon den juristischen Weg gehst, was bringt dann die Ja, Aufmerksamkeit? zumal sie mit diesen öffentlichen Aussagen auch ihren gerichtlichen, Negativ beeinflusst, ja, ja. definitiv, weil sie da halt auch, keine Ahnung, Dinge preisgibt, die im Endeffekt ja gegen Gegen sie sie verwendet verwendet werden werden kann. können. Ja, es ist total Es dämlich. ist also sehr unüberlegt und, ha, Ja, keine Ahnung. also. Aber ich finde es, ich finde es gerade trotz allem, auch wenn ich kurz eingenickt bin, gut, dass wir das angeschaut haben, weil ich finde, das ist schon was, wo man überlegen muss in Zukunft, wie man mit so Inhalten umgeht und wie viel aufmerksam wir auch als Streamer oder auch Medienschaffende, Content Creator. ja, was machen wir mit so Content? Ich finde. Thematisieren wir den oder nicht? Oder also ignorieren wir das weg oder haben wir hier die Möglichkeit, auch Dinge aufzudecken? Ich finde das schon ein wichtiges Thema. Ich bin mir selber auch nicht sicher, was da das Richtige ist. Ich finde, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich eine Grundsatzdiskussion oder eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist zu versuchen einzuordnen. Das machen wir ja eh immer. Also wir versuchen ja, wir gucken uns ja voll oft auch Content an, den sich andere, die halt einfach quasi manchmal so Non-Reactions machen oder halt auch wirklich Schwachsinn erzählen, so wie bei Mazdak. Wir gucken uns ja oft den gleichen Content an wie die, aber versuchen den für unsere Zuschauer besser einzuordnen. Und also klar, jeder, der irgendwie halbwegs eine Reichweite hat, wird natürlich auch gelobt für seinen Content. Aber mich freut es schon oft zu lesen, dass Leute gerade dafür dankbar sind, dass wir einordnen, dass wir quasi mit den Leuten zusammen das angucken und unsere Gedanken direkt preisgeben. Und für viele Leute sind diese Gedanken interessant und helfen bei der eigenen Meinungsbildung.
Und das machen eben viele Content-Creator nicht. Gerade bei solchen Sachen, ich könnte wetten, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt am nächsten Tag als Highlight hochladen kann, aber viele, die ja auch voll fit sind und schnell, das ist ja ein Wettkampf, haben wir ja zuletzt zwischen KuchenTV und Alpha Kevin gesehen. Wer am schnellsten eine Reaction hochlädt, der macht ja die meisten Views damit. Das war jetzt auch bei dem San Diego District, da gibt es ja Reactions, die haben über 100.000 Views. Verstehst du, da geht es also auch um Kohle und aufgrund dessen kacken die dann schon auf jegliches Verantwortungsbewusstsein, irgendwie die Reaction dann zumindest so zu gestalten, dass man vielleicht auch wichtige Takes bringt, die irgendwie moralisch so eine Hilfestellung bieten für Leute, um irgendwie nicht in irgendwelche Hasstiraden zu verfallen, auch gegenüber einer Mutter zum Beispiel. Kann ja hier auch passieren. Also ich habe auch gerade nebenbei noch nachgeschaut, ob Luciano bei Instagram reagiert hat. Hat er nicht. Aber war jetzt auch kaum überraschend. Ralf meint, ignorieren, sonst wird das ein Trend. Bin ich nicht so überzeugt von Ralf. Also nicht, weil ich es nicht machen würde, wenn es tatsächlich zum Ziel führen würde. Ich bin aber fast überzeugt davon, dass es nicht zum Ziel führt, weil diese Spirale sowieso die ganze Zeit läuft. Und ich weiß, es ist dieses Argument, wenn ich das Crack nicht verkaufe, dann verkauft es ein anderer. Nur, dass ich halt glaube, dass da es so viele sehr schlechte Reactions gibt, die einfach auch nur Bashing sind und Clickbaiting, sehe ich sogar, dass wir etwas Also dagegen wirken, weil wir einordnen. die Story wird eh morgen, also ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist. Das wird eh publik. Ja. Ich finde aber, ich denke ja gerade nach, es ist ja gerade Brainstorming. Ja. Ich denke tatsächlich, ist es gar nicht so dumm, in dieser Meinungsgestaltung irgendwie eine Rolle zu spielen und das einzuordnen. Finde ich auch. Weil wir machen es ja immer mit einem moralischen Anspruch, dass wir zum Beispiel nie Leute vorverurteilen wollen, dass wir Acht geben, dass wir nicht Täter-Opfer-Umkehr machen. Und sie ist ja, also wir zerren ja nie einfach jemanden aus dem Privaten in die Öffentlichkeit. Sie ist ja diesen Schritt in die Öffentlichkeit gegangen. Luciano ist sowieso eine öffentliche Person. Ja, das ist ja die Relevanz. Also die Ja. Frage ist ja, wann ist etwas ein relevantes Thema? Luciano ist relevant, deswegen Luciano ist relevant, genau. aber Ungerechtigkeit gegenüber einem Kind ist für mich natürlich auch Ja, relevant. natürlich, aber das fällt ja dann in eine Privatsphäre, in der von Menschen, in die ich mich nicht einmischen möchte. Ja, schon. Aber sobald es eine Person des öffentlichen Lebens ist, ist es relevant für die Öffentlichkeit. Ja. Aber also es wird relevant. Also ich Aber ihre könnte es Messe, mir vorstellen, ja. aber der Inhalt, finde ich, ist nicht, ist Ist gar nicht ersichtlich geworden, was sie eigentlich will. ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, mehr können wir an der Stelle eigentlich auch nicht dazu sagen. Ich Nee, überhaupt. finde auch alle oder das meiste, was ich im Chat le lese, eigentlich ziemlich gut, was ihr schreibt. Auch Ralfs Punkt, absolut. Er schreibt ja auch jetzt nochmal, ihr schenkt Aufmerksamkeit und klaut, das wird verlockend wirken für andere, das Gleiche zu machen, dann gute Nacht. Ja, wie gesagt, also der Punkt ist legitim. Vielleicht hast du auch recht, vielleicht haben wir Unrecht. Ich denke halt so, wie ich es gerade sagte. Ich glaube, wir tragen in der Sache eher was Positives bei und ich denke nicht, dass wir jetzt das Zünglein an der Waage sind, ob sowas eben Auftrieb nimmt im Internet. Das ist einfach so. Das sehen wir seit Jahren jetzt mittlerweile auf Twitch. So ein Thema wird hundertprozentig aufgegriffen werden. Ja, und deswegen, also ich hoffe, wir machen es richtig. Wenn ihr Kritik daran habt, dann teilt die uns immer mit, so also jeder von euch. Ich will dir ehrlich gesagt nicht hören. Ich wünsche auf jeden Fall dem Kind von Luciano, wenn es Lucianos Kind ist, dass es das an Maß an Unterstützung bekommt von beiden Elternteilen, die dem Kind zustehen und die zu denen die Eltern nicht nur juristisch, sondern auch moralisch verpflichtet sind. Kinder zeugen kann jeder, aber richtige Eltern sein, Ich finde, das ist. da hat jetzt Ralf was gesagt, was ich gut finde. Allein, dass die in Social Media das Kind zeigt, ist für mich ein Ausschlusskriterium. Das Guter wäre für Punkt, ja. mich, also ich bin da jetzt in dem Thema auch nicht so erfahren. Also wir sind ja auch in manchen Themen auch nicht perfekt und verbessern uns. In Zukunft würde ich auch, wenn wir uns sowas anschauen, will ich auch nicht zeigen.
Ja, wenn gut, ein Kind drin ich ist. kann Den immer. Punkt sehe ich auf jeden Fall. Hat er recht, aber das kann ich ja immerhin aus dem Highlight rausschneiden. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, Leute, dann hoffen wir das Beste. Wenn irgendwas kommen sollte von Luciano, dann werden wir sehen. Bis dahin bleibt natürlich in jegliche Richtung auch immer die Unschuldsvermutung bestehen, aber natürlich auch ihr gegenüber, dass wir jetzt nicht automatisch davon Der keine ausgehen. Straftat jetzt begangen. Nee, das meinte ich jetzt auch nicht juristisch. Ich meinte eher so von wegen, sie unterstellt ihm, das ist dein Kind, du kümmerst dich nicht drum. Und vielleicht sagt er genau das Gegenteil. Und wir können jetzt nicht beurteilen, wer sagt die Ja, Wahrheit safe. und wer lügt. Das meinte ich mit Unschuldsvermutung. Ich will keinem der beiden unterstellen, Lügner oder Scheiße zu sein, weil bis jetzt haben wir wirklich nur eine Seite gehört. Das ist schwer zu beurteilen. Vielleicht ist so die nächste Steigerung, ist so, dass die Babys auch Instagram-Accounts Und haben dass und die dann sich auch dann so auch. Stories machen. Ja, gut, Okay, Leute. das war hier Satire, gell? Das war Nicht falsch verstehen. das satirische Finale. Mein dunkler Humor. Gut, Leute, dann würde ich abschließend sagen, seid verantwortungsbewusst, verhütet, wenn ihr einen One-Night-Stand habt oder jemand noch nicht so gut kennt oder nicht sicher seid, ob es Ja. ernst wird. Und wenn ihr ein Kind zeugt, dann reißt euch Dann zusammen und kümmert euch übernehmt drum. Verantwortung. Ja. Okay, in diesem Sinne, so viel dazu. Wenn ich die Sachterbahn lade, So, was und danach wir Pane. gehen jetzt auch offline. Ja.